Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Hier ist unser Politikblog aus Telfs. Wir sind hier am Rande der Kundgebung zur Bilderberg-Konferenz 2015, die im Interalpenhotel stattfindet. Ich spreche jetzt mit der Sängerin Morgane aus Österreich. Ja, hallo Morgane, danke für das Interview. Was bewegt dich bei Bilderberg am meisten? Also mich bewegt heute hier zu sein, vor allem mein Protest erstmal, dass ich meine Stimme erheben möchte für Freiheit und für Frieden und das eben auf friedliche Art und Weise tun möchte. Ich denke, Gewalt ist keine Lösung und das, was da oben passiert in diesem Hotel, ist auf keinen Fall im demokratischen Sinne und im Sinne von uns Menschen und der Bevölkerung. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir heute alle zusammen hier stehen und sagen, dass wir das nicht okay finden, dass wir das nicht gut finden, dass die Medien darüber nicht berichten. Es wird zwar erwähnt, dass es stattfindet, das ist schon mal ein kleiner Vorteil zu ein paar Jahren, aber es wird nicht besprochen, was dort in dem Hotel passiert, was die Herrschaften dort besprechen. Und wenn ich diese Themenliste so anschaue und sehe, wer dort auf der Gästeliste steht, dann mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Und was ich auch sehr bedenklich finde, ist, es gilt als Privatveranstaltung. Man sagt uns ja, dass wir nichts erfahren darüber, weil es eine Privatveranstaltung ist. Aber dann denke ich mir, wenn es eine Privatveranstaltung ist, warum müssen wir denn dafür aufkommen? Warum müssen wir dafür Steuern zahlen, ja? Dass die Polizei hier in so großer Präsenz ist, dass die Herrschaften hier luxuriöses Essen haben können und der Aufenthalt, die Flüge, wird alles gezahlt von uns. Und das, finde ich, geht absolut nicht. Das ist ungerecht und das ist nicht demokratisch. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir heute hier sind. Was siehst du denn als am sensibelsten an, von den Personen her oder von den Tagesordnungspunkten, was den Frieden angeht? Was meinst du genau mit sensibelsten? Ja, die offiziellen Tagesordnungspunkte, die Leute, die da sind. Ach so, okay. Was besonders den Frieden berührt. Ja, also Tagespunkte steht zum Beispiel drauf hier NATO-Sicherheitspolitik, Russland, Ukraine. Das ist ja eh gerade hier thematisch sehr kritisch, sag ich mal, was letztes Jahr passiert ist. Es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine, übelster Krieg. Und Medienhetze im Gegensatz oder im Bezug auf Russland ist jetzt zwar schon ein bisschen zurückgegangen, aber ist trotzdem noch sehr kritisch zu betrachten. Und wenn ich sehe, was da für Leute da sind, eben gerade hier Uschi von der Leyen, Ursula von der Leyen. Die Uschi, die Flinten-Uschi ist da. Ja, unsere Kriegsministerin, sage ich immer. Ne? Die sich eigentlich nur für Aufrüstung und für das Militär einsetzt. Und das macht mir schon etwas Sorgen, weil die ganzen NATO-Menschen sind da, Leute vom Militär, ganz viele Leute. Also dieses Bilderberg-Treffen ist sehr militärisch ausgelegt. Und das macht einen schon Sorgen, weil wenn ich sehe Russland, Ukraine, ja, also die Krisenherde sozusagen hier direkt um die Ecke und dann Militär, was hat das zu bedeuten? Ja, also es klingt auf jeden Fall für mich nicht friedlich, weil das Militär hat für mich nichts mit Frieden zu tun. Es klingt für mich eher so ein bisschen nach Kriegspolitik und Kurs auf Krieg. Und das macht mir große Sorgen. Und ja, deswegen bin ich dreimal doppelt hier heute. Ja, es sind eine Menge Leute aus dem Bereich Militär da, auch von Thinktanks, Außen- und Sicherheitspolitik sich beschäftigen. Und naja, mir ist persönlich jetzt noch aufgefallen, dass zum Beispiel der Chef, der Generaldirektor von der Organisation für die Abrüstung der Chemiewaffen da ist und ein Sondergesandter des US-Präsidenten zur Bekämpfung von ISIS. Also lauter Top-Personen zu den Themen, die da besprechen. Und ich frage mich, was sollte denn jetzt die Forderung sein? Brauchen wir Transparenz? Müssen wir Bilderberg abschaffen? Oder was sollte sich ändern? Also auf alle Fälle mal Transparenz. Das ist das Wichtigste in der Demokratie. Wenn keine Transparenz herrscht, dann ist das gleich das eine Diktatur. Und von dem her, also das ist gerade auf jeden Fall nicht demokratisch, was hier abläuft. Unsere Forderung sollte auf jeden Fall sein, erstens absolute Transparenz. Dann auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall für die Abschaffung, weil wenn sich diese mächtigen Leute, die Leute aus Wirtschaft, Politik, Medien, großen Konzernen treffen, dann sollen sie es bitte in der Öffentlichkeit tun, ja? Und bitte alle Kameras draufgehalten werden, weil das geht uns alle was an. Wenn sie ihre Privatpartys feiern sollen, dann sollen sie bitte nicht politische Themen besprechen und das machen sie. Also es geht uns alle was an, dann sollen sie auf jeden Fall das in die Öffentlichkeit bringen und wenn sie das nicht machen, dann darf es das nicht mehr geben, weil das ist, wie gesagt, nicht demokratisch. Und deswegen bin ich absolut dagegen, ja. Und kleinen Moment. Das ist schwierig für dich, gell? Ja, was, du bist ja auch Musikerin und bist viel auf den Friedensmahn wachen. Genau. Und ja. Vielleicht, was mich dazu bewegt. Und mich würde interessieren, du trittst ja auch viel auf den Friedensmahn wachen. Was sind so die Ereignisse, die dich bewegt haben?
bei den Friedensmahnwachen dich so zu engagieren? Also erstens mal war der Auslöser vor allem die Ukraine-Krise, dass das eben gleich bei uns um die Ecke war und nicht mehr irgendwo am anderen Ende der Welt. Und man wirklich gemerkt hat, so hey, das könnte jetzt auch wirklich uns betreffen. Und da haben wir einfach echt Angst gekriegt und Sorge. Und das war, glaube ich, so das letzte Ding, was wir gebraucht haben. Also wir sind jetzt schon jahrelang aktivistisch unterwegs. Aber jetzt wirklich speziell so für den Weltfrieden oder für Frieden auf die Straße haben wir davor eben nicht gemacht. Und das war so der Auslöser, wo wir gesagt haben, hey, es muss sich jetzt wirklich was ändern. Wir müssen alle auf die Straße und für den Frieden wirklich einstehen. Und auch als Musikerin ist es, finde ich, sehr wichtig, seine Stimme da zu erheben, weil man einfach noch mehr die Menschen erreichen kann, mehr Menschen berühren kann. Und deswegen mache ich auch dort Musik, die jetzt vielleicht von Inhalten her nicht sehr politisch ist, aber wo er einfach auf die Emotionen und auf das Herz geht von den Menschen, weil wir im Endeffekt sind die, die sich verändern müssen, damit sich auch die Welt verändert und die Gesellschaft verändert. Und das ist auch so meine Intention, dass ich versuche, das Bewusstsein der Menschen zu ändern, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, sie zu berühren, weil die meisten Menschen schon so abgestumpft sind in ihrem Inneren, weil sie einfach schon so resigniert haben und so hoffnungslos sind. Und ich möchte den Menschen einfach wieder Hoffnung geben und wieder Liebe und dass sie sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich was ändern, weil wenn ich da nicht mehr mitmache in diesem System, dann funktioniert es auch nicht mehr. Und wenn das alle Menschen tun, dann ändert sich was. Mich erinnert das auch, die Gefühle erreichen, ist ja auch so eine indianische Sichtweise, dass die Gefühle zum Geben da sind und der Geist zum Empfangen. Und damit die Botschaft ankommt, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die die Gefühle erreichen können. Ja, voll, finde ich auch. Und es ist ja auch gerade so gut, die Kombination aus Killis Moore und mir, weil er eben total auf den Geist geht, bringt Informationen, er bringt Fakten und macht einfach super, super gute Musik, was die Menschen einfach mit Inhalten versorgt. Und also mit dem Kopf einfach. Und ich gehe dann aufs Herz. Und da wir öfters einfach oder fast immer eigentlich zusammen rumreisen und auf dem Mahnwachen spielen, ist es einfach eine sehr gute Kombination und so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also es sind so zwei die Hauptgegenpole, sag ich mal. Und es ist einfach eine sehr gute Sache. Und damit erreichen wir auch sehr viele Menschen. Das finde ich wichtig, ja. Wo kann man mehr von deiner Arbeit erfahren? Also ich habe noch keine Websites, aber die gibt's bald. Deswegen momentan nur noch auf meiner Facebook-Seite. Da gibt's, das heißt einfach Morgaine, also du gibst einfach ein www.facebook.com/MorgaineOfficial. Also offiziell geschrieben, genau. Und auf YouTube kann man Sachen hören, bis jetzt auch nicht so viele offizielle Videos. Aber es kommen noch mehr, weil ich jetzt im Herbst endlich mein erstes Album aufnehmen werde. Und ab da wird es dann auch mehr zu hören geben, auf jeden Fall. Okay, Dankeschön.